Hallo Kackbratzen. Sore de koku ni imasu. Shinu tame no junbi. Stellt euch vor, ihr arbeitet für Capcom und müsst ein Samurai-Spiel nach dem anderen entwickeln. In dem spezifischen Fall sprechen wir über Yoshiki Okamoto und der allseits beliebten Onimusche-Serie. Jedenfalls hatte Yoshiki eines Tages die Schnauze gestrichen voll von Capcom und Onimusche und zog mit seinen Jüngern aus, um ein brandneues und eigenes Entwicklerstudio zu gründen, das sie auf den Namen Game Republic tauften. Mit Sony hatte man sogar schon einen vertrauenswürdigen und fähigen Publisher gefunden, mit dem man zusammenarbeiten konnte. Was jetzt nur noch fehlte, war eine zündende Idee, die auch absolut nichts mit Onimusche gemeinsam haben sollte. Anscheinend hat das jahrelange Entwickeln von Hack-and-Slash-Spielen das Gehirn etwas weich gemacht, denn auf welche Idee sind die Burschen von Game Republic wohl gekommen? Genji. Das Hack-and-Slash-Spiel, das mal überhaupt nicht an die Onimusche-Serie erinnert. 1159. The Battle of Heiji. The Genji clan, led by Minamoto no Yoshitomo, was defeated by the Heiji clan. Die Story versetzt uns ins ferne Japan des späten 13. Jahrhunderts, wo eine mächtige Kriegerfamilie namens Heishi die Kontrolle über das Land übernommen hat. Die Heishi-Generäle sind dank spezieller Steine mit gottähnlichen Kräften ausgestattet und können daher problemlos alle Widerstandskräfte niedermetzeln. Diese magische Amahagane genannten Steine versetzen die furchtlosen Krieger auch in den Kamui-Modus, mit denen sie die Zeit verlangsamen können und sich dann genüsslich durch die Körper ihrer Feinde schnitzeln können. Leider sind die Heishi nicht gerade freundliche und faire Herrscher und um ihre Position noch weiter zu stärken, machen sie sich auf die Suche nach noch mehr dieser Amahagane-Steine, um nicht nur die absolute Herrschaft, sondern auch Unsterblichkeit zu erlangen. Sowas kann man natürlich nicht gutheißen und somit zieht der Spieler aus, um Japan aus dem Griff dieser machtbesessenen Tyrannen zu befreien. Dazu stehen ihm zwei Charaktere zur Auswahl. Zum einen haben wir den jungen Krieger Yoshitsune und dann noch den leichtstämmigen Mönch Benkei. Und wer behaupten sollte, dass er fett sei, dem schlägt er alle Zähne aus dem Fressbrett. Wenn überhaupt, dann hat er nur dicke Knochen. Die Aufgabe ist es nun, alle verbliebenen Amahagane zu finden und sie zu nutzen, um der Heishi-Herrschaft ein Ende zu setzen. Und ihr könnt euren Arsch darauf verwetten, dass man während seiner Reise unzählige Schlachten gegen namenlose Gegner und natürlich auch mächtige Bosse ausfechten muss. Stopp heute! Der Mönch ist allerdings nicht von zu Beginn an verfügbar und man wird auch nur an bestimmten Stellen im Spiel zwischen den beiden Charakteren wechseln können. Nicht so wie im zweiten Teil auf der PS3, wo ein Wechsel zwischen den dann vier verfügbaren Charakteren zu jeder Zeit möglich ist. Welchen Krieger man wählt, hängt vermutlich von der eigenen Vorliebe ab. Manchmal benötigt man jedoch Benkais Stärke oder Yoshitunes Beweglichkeit, um auf bestimmte Bereiche zuzugreifen oder versteckte Gegenstände zu bergen. Beispielsweise gibt es im Spiel schwere Türen, die nur der fette Mönch öffnen kann. Nani? This is the crest of Genji. Lord Yoshitsune, your father was defeated by the Heishi in the Battle of Heiji. Die Story ist überraschend kurz und wurde insgesamt auf drei Kapitel aufgeteilt. Für den ersten Durchlauf wird man nicht mehr als knapp 6 bis 8 Stunden einrechnen dürfen. Das Gameplay besteht in erster Linie darin, dass man durch kleinere Schlauchlevel läuft, Gegner vernichtet und Amahagane aufsammelt. Aufgepeppt wird alles dann mit spektakulären Bosskämpfen und natürlich der Möglichkeit, seine Waffen und Rüstungen aufzurüsten. Normalerweise wird jedes Mal, wenn man eine neue Arena betritt, der Spielbereich mit unsichtbaren Wänden abgeriegelt und werden erst dann wieder geöffnet, wenn man auch den letzten Gegner ausgelöscht hat. Im Prinzip nichts Neues in diesem Genre. Das Kampfsystem ist dabei unfassbar einfach gestaltet worden. Im Prinzip genügt es, wenn man schnelle Finger hat und diese auf die Quadrat- und Dreiecktaste einprügeln lässt. Für einen stärkeren Angriff gilt es ab und zu die Dreiecktaste länger gedrückt zu halten, um dann einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Und das war auch schon alles. Es gibt keine kniffligen Kombos oder sonst irgendwelche verzwickten Angriffsmuster, die man auswendig lernen müsste. Jeder, der in seiner Kindheit zu viel Lack gesoffen hat, sollte mit dem rudimentären Kampfsystem zurechtkommen. Hin und wieder kann es vorkommen, dass sich einem eine Tür in den Weg stellt, die sich allerdings erst mit einem bestimmten Objekt öffnen lässt. Hinter der Tür wartet dann ein brachialer Bosskampf auf euch. Diese sind nur schwer, weil der Boss über einen langen Gesundheitsbalken verfügt, aber nicht über sonderlich viel Intelligenz. Nach einer Weile Dauerfeuer auf Quadrat oder Dreieck hat auch der nervigste Boss seinen letzten Pups gemacht und ihr könnt eure Belohnung einsacken und von dannen ziehen.
Und dieses Muster zieht sich durch das ganze Spiel. Weil das natürlich auf Dauer zu langweilig wird, hat man sich mit dem Kamui wenigstens einen ganz besonders effektvollen Augenschmaus einfallen lassen. Hat man seine Kamui-Kraft aufgeladen, reicht ein schneller Klick auf die L1-Taste, um die Welt um sich herum zu verlangsamen. Alles läuft nun quasi in Zeitlupe ab und man kann genüsslich einen verheerenden Angriff durchführen, mit dem man gleich mehrere Feinde ins Jenseits pusten kann. Das sieht wie gesagt nicht nur besonders cool aus, sondern ist auch ein sehr effektvolles Mittel gegen hartnäckige Bosse. Mitunter wird man allerdings öfters sein Kamui aufladen müssen, damit man auch noch den längsten Gesundheitsbalken ein gutes Stück kürzer machen kann. Es kann nur etwas trickreich sein, diesen Kamui-Angriff auszuführen, denn man muss manchmal blitzschnell die Quadrattaste drücken, um nicht den richtigen Moment zu verpassen. Bring me his head, along with the stolen Amahagare, Kagekiyo. Während man kämpft, sammelt man Erfahrungspunkte, um Gesundheitsverteidigungs- und Angriffswerte zu erhöhen. Man kann beim Spielen auch die Essenz von Amahagane verdienen und finden. Insgesamt benötigt man 3 Stück, um ein Attribut eines Charakters zu erhöhen. Yoshitsune und Benkai sammeln unabhängig voneinander Erfahrung und man sollte es absolut nicht vergessen, einen jeden mit neuen Attributen zu versorgen, da sonst der Charakter für den Rest des Spiels einfach zu schwach ist, um auch nur einen Blumentopf gewinnen zu können. Man sollte auch so viele Kombos wie möglich durchführen, um sich einen Erfahrungsbonus zu verdienen. Zusätzlich zur Stärkung des Charakters durch Erfahrung könnt ihr auch in jedem Level alle Arten von Gegenständen, Waffen und Rüstungen finden, um euren Charakter einen erheblichen Statusschub zu verleihen. Mit den eingesammelten Gegenständen kann man dann zum Schmied laufen, der einem dann die schönsten Items der Welt herstellt, sofern man eben alle Zutaten hat. Aber selbst mit der feinsten Waffe wird sich das einfache Kampfsystem nicht ändern. Man feuert weiter auf die Quadrat- oder Dreieck-Taste, bis der Arzt kommt. Und das ist natürlich schade, da sich Game Republic nach den immer gleichen Onimusha-Spielen einfach nicht wirklich weiterentwickelt hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich von ihnen erwartet, dass sie ein kongeniales Spiel abliefern. Aber auch nur eine minimale Evolution hätte dem Spiel sicher nicht geschadet. Benkei! Lord Yoshitsune, do you intend to go and fight the Heisha alone? Und wieder hat man sich für die altmodischen festen Kamerawinkel entschieden, bei denen es manchmal vorkommt, dass Gegner einfach plötzlich aus dem Nichts auftauchen und einem zu Brei schlagen, nur weil die beschissene Kamera das Wichtigste auf dem Bildschirm mal wieder nicht zeigen wollte. Und das Schlimme daran ist, dass man es im zweiten Teil auf der PS3 nicht besser gemacht hat, sondern sogar noch alles verschlimmerte. What is your name? I am Yoshitsune. I am Benkei. Und trotzdem ist den Entwicklern abermals gelungen, eine so bezaubernde und reichhaltige Fantasiewelt zu erstellen. Die Hintergründe sind so schön detailliert und bieten von Anfang bis Ende eine so atemberaubende und abwechslungsreiche Spielwelt mit üppiger Vegetation, komplizierter Architektur und einer Vielzahl von anderen Kleinigkeiten, die die Welt einfach noch schöner machen. Leider muss man auf festgelegten Pfaden durch die Level laufen und erhält somit keine Chance, mal einen Abstecher ins Grüne zu machen, um einen Augenblick durchzuatmen und am einen Blümlein zu schnüffeln. Verdammte Allergie. Das höchste der Gefühle ist schon, wenn man mal wieder einen alten Tontopf zerschlagen darf. Zumindest hat man auch alle Kreaturen sehr schön gestaltet und eine ordentliche Portion an Detailstufen und Animationen spendiert. Und das gilt auch für die Bosse, deren Design ein wenig vom langweiligen Gameplay ablenken, wären da nicht ihre erbärmliche Dummheit und ihre urkomisch vorhersehbaren Angriffsmuster. Und dann sind da noch die urkomischen Voice-Overs und das unvergessliche Drehbuch, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Go on, run now! No, we can't leave you! Go, don't forget your mission! Die Stimmen sind so ungewollt komisch wie etwa auch in einem Seiren und besonders Benkei ist streckenweise besonders schräg gelungen. That will not do. Allow me to accompany you. Der Plot selbst ist eher mittelprächtig und plätschert wie ein Fluss aus Wörtern vor sich hin. Das Tempo des Spiels wird durch häufige Zwischensequenzen im Spiel unterbrochen, die zwar durchaus anständig sind, aber so der Fluss des Gameplay leider ins Stocken gerät. Manchmal scheint es, als müsste man sich für 10 Minuten Spielzeit 3 oder 4 Zwischensequenzen ansehen. Die Zwischensequenzen sind zwar großartig gemacht, aber eben nicht die Geschichte dahinter. Das Unschöne ist wie gesagt, dass man keine Kontrolle über die Kamera hat und manchmal wirkt alles recht nervös, vor allem dann, wenn man von einem Bildschirm zum nächsten wechselt. Oder man bleibt an irgendeinem Objekt hängen. Etwas schlimmer ist jedoch, dass es manchmal zu einer sinkenden Bildrate kommt, gerade dann, wenn der Bildschirm wieder etwas voller wird. Es passiert zum Glück aber nicht allzu oft. Hat man das Spiel durch, kann man einen erneuten Versuch mit allen aufgesammelten Waffen und Fertigkeiten wagen. Aber wozu? Man hat schon alles gesehen und irgendwie verliert das Spiel dann seinen Reiz. Aber vielleicht will man einfach nur die Gegend nochmals bestaunen und nochmal all die schönen Monster bewundern. Hier hat man wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet und Genji muss sich definitiv nicht hinter den Onimusha-Spielen verstecken. Es wäre eben nur toll gewesen, wenn man auch dem Kampfsystem etwas mehr Zeit gewidmet oder wenigstens die KI nicht so unfassbar dämlich gestaltet hätte.
Genji ist ein absolut durchschnittlicher Hack-and-Slash-Titel und das gefundene Fressen für den eingefleischten Fan. Das Spiel darf jedenfalls in keiner gut sortierten Sammlung fehlen und wenn euch der erste Teil schon gut gefallen hat, dann solltet ihr den grafisch noch besseren zweiten Teil auf der PS3 ebenfalls sofort auf die Liste setzen. Vor allem wegen der historisch akkuraten Schlachten. The stages of the game will also be based on famous battles, which actually took place in ancient Japan. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.